So, Leute, ich hab jetzt endlich Kuss! Ja! So, jetzt hier haben wir Ghosts. Ja. So, Leute, heute gibt es das erste Call of Duty Ghost Gameplay. Wir spielen jetzt hier die allererste Runde live. Der Alex ist auch mit am Start. Moin, Jungs, jetzt geht's los. Der Alex hat sich's leider noch nicht gekauft. Der wollte erstmal hier bei mir ein bisschen gucken, wie es ist. Ach, jetzt geht's hier schon wieder los. Ja, was wussten wir jetzt hier machen? Erstmal Charakter erstellen. Muss ich jetzt erstmal schon auswählen? Achso, was ich. Ja, lass Assault, oder? Ja. Oder Vector, oder, ja, die soll auch gut sein, ja. Was hat er denn für Perks drin? Extra Scavenger. Scavenger klingt gut. Und ICU, also hier Leben schnell regenerieren, klingt auch gut. Noch mehr war's. Ach so. Achso, der kann drei Klassen kann ich hier machen. Ja, dann kann ich ihm doch auch direkt eine Assault Rifle. Hä, schaltet man das jetzt wieder über so Points 2? Nee, aber die kriegst du, glaube ich, pro Level. Achso. Also quasi wie in Black Ops 2. Ist gar nicht. Achso, ja, aber wir haben ja nichts. Gut, wir haben nichts. Gibt's Specialist schon? Ja, super, keine Points. Okay, dann nehmen wir die Standard Streaks. Drohne, also hier, wie heißt er, Z-Com, Verteidigerhund und den Knife Runner auf 10. Wie Knife Runner? Das ist ein Juggernaut, der nur ein Messer hat und mit dem kannst du übelst schnell rennen. Ja, haben die im Trailer auch gezeigt, ja, auf 10. Das ist noch ein richtiger Juggernaut und dann auf 12 ist das so wie Chopper Gunner, nur weil die Gegner Spawnschutz haben, ist die Frage, wie gut das ist. Und was das ist, keine Ahnung. Naja, fangen wir einfach mal an. Guck mal, jetzt schon 241.000, das ist mehr Leute als in Black Ops 1 und MW2 zusammen insgesamt online sind. Junge, nicht erfreulich. Ich glaube, bei MW3 bei Release war das 1 Million. Also. So, guck, die haben noch nicht mal SND, ne? Auf PS3 gibt's nicht. Wie? Keins suchen und zerstören. Als ob. Ne. Da dreht mal Herrschaft. Also ich glaube, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt Server sind oder nicht, aber... Guck mal, ich schon direkt hier Level 12, sonst was. Operations, okay. Wie heißt die Map? Freut mich gerade auch. Siege. Customize. Wir haben direkt mal die Sprache auf Englisch gestellt, weil wir generell, finde ich, Multiplayer Englisch eh cooler irgendwie und Story kann man ja immer noch auf Deutsch spielen, wenn man da die Story verstehen will oder so. Und das kann man einfach, indem man die Systemsprache auf der PlayStation, ich nehme auf der Xbox, wird es genauso sein, auf Englisch stellt. Ihr seht es ja hier auch, habe ich jetzt auf Englisch gestellt, so. Dann hatten wir das jetzt mal geladen, ne. Aber wahrscheinlich ist das der Ladebalken, dieses komische Dreieck da unter diesen Zahlen. Ja. Das fühlt sich ja langsam an. Okay, waiting for other players. Natürlich, Alter. Ja, mach ihn! Die Connection jetzt ist bestimmt voll überlastet. Ich weiß auch, bei MW3 Release war die so scheiße. Guck mal, hat keine Balken mehr. Kein Ping gar nichts. Ah, das oben rechts ist jetzt das Scoreboard. Ja. Nee, gibt's nicht. Und oben rechts ist auch Killfeed jetzt, nicht mehr unten links. Ja, das hab ich schon gesehen. Hab die Empfindlichkeit schon direkt mal angepasst. Ich zock jetzt auf 12 von 20. Das ist, würde ich sagen, so ein Mittelding aus 6 und 7 in MW2. Ist auf jeden Fall wieder eine riesige Grafikrevolution, ne? Oh, erstmal hier diese neue Animation. Oh, scheiße, ich wollte hier eigentlich nur reinspringen. Lord, bin ja nur One-Hit-Down. Kein Ding in dem Spiel hier. Wir sehen uns im Bloody Screen nie wieder, Alter. Der ist bei uns. Ey Mann, die Map ist. Guck mal, wie fett die ist! Ich glaube, auf der Map habe ich auch mal gegen Bots gesehen. Da kannst du, glaube ich, die Killstreaks, da kannst du auch nicht zerscheppern. Boah, Alter, Rückstoß aber auch hier gerade bei der Waffe nicht so gering. Boah, langsam. Solche Animationen nerven. Die haben mich in BF3 ja, übelst abgefuckt. Aus wie Dings, ne? Oh. Wow. Ja. Noch nicht mal eine rote Trefferzone. Einfach. Oh mein Gott, ich will jetzt nicht in meinem ersten Game negativ gehen, das wäre ja peinlich. Das habe ich noch nicht mal in Black Ops 2 geschafft, ja. Das war aber vorhin so Solution, so, die haben auch alle voll reingekackt in der ersten Runde. Aber die sind positiv gegangen. Ja, das wenigstens. Da oben ist einer. Guck mal, jetzt sieht man da, wie man die kocht mit diesen roten Dingern.
Boah, das nervt doch übertrieben. Ey, da ist doch ein roter. Ja, die sind immer voll unscheinbar, die roten. Ist okay. Plünderer ist auf jeden Fall am Start. Ist hier unten irgendwo einer. Oh, hinter, ja, ich weiß. Ich stürme jetzt erstmal hier rein. Da hinten hier Spawn-Camper vielleicht irgendwie wegholen, falls es die hier gibt. Was ist das denn? Was war das denn, Junge? Cool, man sieht ziemlich viel. Was war das? Achso, Missile Strike stand und ist eigentlich der Killstreak. Ja, aber was soll das für eine Killcam sein, bitte? Vor allem ist eine Frau, ne? Hast du gerade gesehen? Guck mal, wie. Also wird das Quickscope schwerst gesehen, wie das aussieht. Wenn du reinscopest, übelst komisch. Ja. Ich habe 2 zu 4, ey. Was ein Flop, ey. Stabil. Ey, die Maps sind. Ganz ehrlich, da kannst du mir nichts sagen. Die sind zu fett. Weiß nicht, ob. Die haben mit 6 gegen 6 halt auch gespielt, so die ganze Zeit, ne? Ja. Ja, komm, mein Gott. Ja, aber ganz ehrlich, die wissen ja, dass das Game sich für die aktuellen Konsolen auch noch richtig gut verkaufen wird. Ich verstehe nicht, warum man da nicht mal gegen 9. Ja. Ja, nee, aber warum die Maps dann auch nicht. Zu geben, wahrscheinlich sich das nochmal für PS4 zu upgraden. Ja, nee, aber dann sollten die auch nicht die Maps so groß machen, weißt du? Ey! Der hat die Field Order. Ein Kill hingelegt. Machen. Cool. Dann versuchen wir den mal abzufangen. Wenn du das jetzt geschafft hast, kriegst du direkt so einen Strike. Nee, da krieg ich irgendwas. Aufgaben, da krieg, nee, einer, aber da krieg ich halt irgendeinen random Killstreak. Also KIM-Strike ist nicht. Ich mein, guck mal, wie lange ich hier brauche, um. Das ist ein schlechter Scherz. Liegt irgendein Shit auf dem Boden? Ey, ich hab die Drohne! Ach scheiße, ich muss das Ding jetzt aufstellen. Kommt auch einer, ne? Ah. Hä? Oh. Auch Drohne. Ich denke die ganze Zeit immer, es wäre IMS, ey. Guard Dog? Alter, wie lange brauchen der? Junge, Alter! Wow. Oh, jetzt haben wir Field Order gefailt. Läuft der Hund jetzt die ganze Zeit hinterher? Der läuft mit mir mit. Der läuft mit mir mit. Also das ist, glaube ich, wie so eine AH-6-Überwachung in billig. Ah, da hat der Hund schon direkt einen Kill. Einfach mal 30.000 Plünderer-Pakete dann rumliegen. Jetzt muss ich 2 Kills geduckt machen. Warte mal. Okay, dann können wir ja, denke mal, gut einnehmen. Scheiße. Oh! Ja, Sniper oder was? Ja. Martyr-Dog. Alter, der Hund, der geht aber hier schon. Was haben wir jetzt? Wir sind positiv. Oh, Gott sei Dank. Alter, der Hund, der macht mehr Kills als manch Reaper in MW3. Ja, ist so. Vor allem, wenn der. Aber der läuft dann. Wer ist das? Ah, die droppen ziemlich okay. Ja, vollkommen okay, oder? Ja, dafür, dass ich noch nicht dieses komische Feuerkraft Pro-Dings da hab, womit man da pro Kill mehr Schaden bekommt. Ist das nur Pro-Version oder Anfang an? Nee, es gibt keine Pro-Version, okay. Genau wie im Black Ops 2. Ich hab das nur Pro genannt, weil es ja quasi stärker ist als das normale Feuerkraft, dadurch, dass es sich ja steigert. Versuch hier Headshot. Ah, geht leider nicht. Das ist natürlich blöd, dass man das. Junge, ja, diese schwulen Sniper! Nö, wir haben das Snipern abgeschwächt. Nö! No Quickscope in MW3. Hm? Oben. Ja. Vor allem, wenn man springt, kann man auch übelst scheiße nur aimen. Guck dir das mal an, wie die Waffe so wackelt.
In Grade 4 kannst du jetzt gar nicht mehr schießen, wenn du springst, ne? Also ob. Doch, das ist hässlich. Ja, und hier bist du mega unpräzise, macht jetzt nicht den übelsten Unterschied. Mann, guckt euch diese scheiß Riesen-Map an, ey. Mann, die sind hier schon wieder am Campen, habe ich im Gefühl. Das, ohne Witz, ich sehe es schon kommen, dieses... Das wird einfach auf mit 6 gegen 6 irgendwie wenig los sein, aber... Naja, die Map, die ist auch schon extrem. Also ich habe auch schon kleinere Maps gesehen. Da war die Map, die ich eben gegen Bots gemacht habe, war auf jeden Fall... Ich meine, dagegen, wie die jetzt droppen, kannst du mal echt gar nichts sagen, oder? Nee. Aber ich droppe halt auch noch schneller, ja, ne? Früher war es halt so unverhältnismäßig. Da bin ich auch ziemlich schnell gedroppt. Vielleicht nicht ganz so schnell wie hier. Aber halt auch viel schneller als... Ein Kill von hinten. Scheiße. Durch den Hintereingang rein. Oh, jetzt haben wir zwei auf einmal, deswegen funktionieren die wie eine Drohne. Sonst funktioniert das ja nicht nur wie so ein... Oh, das nervt. Guck mal, wie lange der braucht. Ja. Guck mal, wie der campt. Okay, er campt doch nicht, aber... Der hat hier 5 Perks. Voll im Übertreiben, der Typ. Okay, ich habe 4. So krass ist der Unterschied dann jetzt doch nicht, aber anscheinend habe ich Perks, die irgendwie... Vor allem Lebensgeneration schneller regenerieren zu... bringt ja gar nichts, wenn man innerhalb von einer Sekunde eh tot ist. Ja, ist echt so. Frag ich mir, kannst du das eigentlich auch weglassen? Mein Hund hat noch keine Kills gemacht, jetzt bin ich immer schwer. Ey! Da kommt der nochmal hoch. Ja, noch mehr Recoil bitte mit der Waffe. Aber wir haben gleich verloren, ey. Lol, die Flagge ist weiß. Wie geht das denn? Ja, wenn die nicht. Wenn die neutral ist, vielleicht. Ja, aber. Ich habe gesehen, dass die jetzt, wenn du da einmal kurz reinläufst, werden die direkt neutral. Lol. Und dann kannst du sie halt alle nehmen. Oh, da sollte ich vielleicht nicht lang. Oh mein Gott, guck mal, wie der campt. Cool. Schalldämpfer ist natürlich auch direkt dabei. Ich weiß natürlich nicht, welche Reichweite das hat. Ah, schießen zuerst, sterben. Ich guck mal an, wie viel Leben der noch hatte. Klar, so ein Bloody Screen hätte ich auch gerne. Ah, okay, der Hund ist tot. Einfach mal spammen. Ah, oh, da ist noch einer. Oh, da sind mehrere. Ja, den holen wir uns hier noch. Oh. Ah, oh, Matchende. Oh, 31. Oh, schon Level 3. Aber ohne Witz, das Level dauert hier länger. Ohne Witz, du kannst ja hier mit 31 Kills. Überleg mal, gar nicht schlecht. Guck dir mal die Scores von den anderen an. Besser. Über Zweierquote. Kann man jetzt, wie das am Anfang scheiße aussah, geht's übelst klar. Aber man soll hier ungefähr so langsam leveln wie in MW2. Das echt? Dauert dann um egal, wie viel? 10 Prestige, 10 Prestige, ne? Bis Level 60. Ja, geil, ich sehe jetzt hier wegen der Match Summary unten. Okay. Die erinnert mich irgendwie so ein bisschen vom Look an Black Ops 2. Mhm. Extrem, Junge. Na, warten wir mal hier. Guck mal, ob du neue Sachen freigeschaltet hast, obwohl du bist. Ja, doch, stimmt, oder? Ja, 5 Stück. Weiß nicht, ob wir die Vektor bearbeiten. Sonst ich würde eher
erstmal ein paar andere ausprobieren, oder? Ja, ich weiß nicht, welche. Ich habe gehört, die soll richtig OP sein, die AK-12. Echt? Mhm, die soll so wie der ACR sein. Und die Honey Badger auch, die soll auch ziemlich gut sein. Die hat halt standardmäßig einen Schalldämpfer. Dann warten wir, schalten wir noch 7 Punkte, aber vielleicht packen wir uns mal einen Aufsatz auf die oder andere Killstreaks. Geht eh los in 2 Sekunden. Aha, okay. Okay, dann zurück jetzt zur einen Runde, dann kannst du, dann ja, hören wir mit der Aufnahme auf und dann kannst du gleich auch mal. Auf Stormfront. Schon wieder zu Hightech, da wieder sowas wie so ein Quadrocopter, dieses ganze Zukunftgedöns, geht mir voll auf den Sack. Ja, finde ich auch voll unschädlich. Da hätte ich lieber irgendwie so wie Modern Warfare 3 oder MW2. Also Connection geht eigentlich wirklich klar. Ich meine, die haben einfach, das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so krass ist wie jetzt Battlefield oder so. Also ich würde sagen, das ist einfach, also fühlt sich jetzt nicht unbedingt an wie Server, es fühlt sich halt an wie gute MW2 Connection. Ja, das auf jeden Fall finde ich. Also find, ich finde es übertrieben schnell, in MW2 so finde ich, wenn ich in MW2 Host bin, recken die schneller, aber ich sterb halt, nee, man selber stirbt halt irgendwie krass schnell. Die Waffe ist halt auch nicht besonders gut geeignet auf Distanz, glaube ich. Hä, war das die gleiche, die ich eben gespielt habe? Ja. Da sieht jetzt irgendwie, mal wie fett die Map hier schon wieder ist. Finde ich gar nicht so schlecht, aber halt 6 gegen 6 so scheiße. Ja. Der Junge gönnt sich hier die Bloody Screens vom Feinsten. Aber das Aiming ist komisch, finde ich. Also generell mit dem Rückstoß, so, es spielt sich ganz. Also MW2 und MW3 waren sich da auf jeden Fall deutlich ähnlicher. Ist klar, campt noch mehr rum. Assist. Hardliner Pro gibt's hier wieder genauso, dass du mit 2 Assists ein. Oder Hardliner gibt's hier wieder so, dass du mit 2 Assists einen Kill hast. Für die Killstreaks oder Pointstreaks, wie auch immer. Ist das Auto. Warte mal, das hab ich. Okay, die ist voll. Erinnert mich irgendwie so an wie eine FAL vom Scope. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob die Autofeuer ist oder nicht. Muss ja wieder aufpassen. Ist da wieder einer am. Das ist ein Hund. Das ist der Guard Dog von dem. Nur weil der Typ da die ganze Zeit dahinter. Mann, ganz ehrlich, ich hab doch schon keinen Bock. Wie kann man denn am Release-Tag, wo man die Maps kennenlernen sollte, rumcampen? Guck mal, da geht der mit seinem Guard-Dog da lang. Okay, der ist tot. Boah. Oh nein. Guck mal, wie der da rumcampt. Das ist der Typ mit seinem Hund, ne? Mann, Pistole. Wie gespawnt ist der? Oh, ne. Alter, so schnell. Man braucht hier Quick Draw in dem Spiel. Guck mal, wie lange du hier zum Reinscopen brauchst. Ja. Deshalb bist du schon. Aber leider zählt das ja. Ganz ehrlich, ich finde, die sollten das mal einbauen, dass wir es direkt so. Ne, jo. Ich finde die Maps, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so das gelbe Format. Und ganz ehrlich, ich komme mir hier vor. Hier snipen ja mehr Leute als in MW3. Alle direkt am Austesten, wie man HD-Scope. Ist das hier? Ist denn das Notfallabwurf? Gibt's aber gar nicht mehr. Ja. Das ist doch kacke, ganz ehrlich. One-Shot-Sniper in so einem Game. Generell finde ich One-Shot-Sniper kacke. Da heulen sie auch alle in Black Ops, sag ich schon, in BF4 rum. Lol, warum 200? Wer hat mich denn jetzt getötet? Der Juggernaut Knife Runner.
das war natürlich. Die Fisch-KI ist natürlich am Start und die neue Messer-Animation. Die Maps noch schwuler. Ne? Ganz ehrlich, die sind doch. Mein Gott! Wetten, die hauen dann so als so kleine Maps als DLC raus. Also sehe ich dann schon wieder kommen, in 2 Jahren kannst du es dann schon wieder nicht mehr zocken, die kleinen Maps. Weil sich die meisten Leute die DLCs nicht kaufen. Oh mein Gott, ich habe keinen Bock auf den Hund. Optik Shiva, ey. Ah, der zählt auch als Punkt für die Streak. Punkt da oben halt. Optik. Der Shiva. Der ist auf jeden Fall aus dem richtigen Optik-Clan. Ja, vor allem. Na, was ist das denn, Alter? 360 Dog. Guck mal, oha. Mal direkt hier eingesehen. Die sehen immer noch genauso gelb aus wie in COD4, ey. Ah, nein! Na, wollte ich gerade aufheben, ey. Wo ist der? Ach, der Typ ist oben drauf. Ah. Ah, gibt's einen Assist. Aber haben wir ja keinen Hardliner. Aber die neutralen Dinger nimmt man schneller ein. Es ist auch Zufall, dass ich hier hochgegangen bin. Was hat denn hier? Richtiger einfach so ein richtiger Campus. Ist wirklich so, ey. Richtige Hängerbude. Aber wir müssen fein. Cool. Vor allem auf den Maps, ey, die sind. Ich meinten ganz ehrlich, okay, die könnten ja für Sturmkillstreaks gar nicht so schlecht sein, wenn die so offen sind. Aber es ist natürlich schwul, wenn hier direkt jeder am Snipen ist. Ja. Junge, wie, von wegen die droppen schnell, die droppen bestimmt Kacke. Wenn man sonst gleich mal Lobby auswechselt, vielleicht gehen und droppen die ja wirklich schnell. Vielleicht ist es ja wirklich irgendwie ein relativ schlechter Host. Kann ja sein. Kämpft der da wirklich? Ja. Okay, das war jetzt anscheinend eine Stun-Granate. Das scheint immer viel zu groß, die Maps. Das ist nicht mehr feierlich. Oh Mann, guck mal, die alle am Campen! Was machen die denn hier für einen Shit? Nein, ich will das jetzt nicht. Wie bricht das ab? Okay, nach rechts. Negativ und haben trotzdem die meisten Kills. Das ist so lächerlich. Komm mal. Schon wieder ein Kill beim Hinlegen. Nein. Sniper, das ist schwul! Zweites Match und ich bin schon am Ragen, ey. Das liegt ein tolles Ammo. LOL. Oha. Und ich baue meine Streak damit auf. Ist klar. Oh. Ziemlich schnell ist man natürlich damit nicht. Tut da jetzt ankommen, ja. Scheiße. Meinst du, kriegt man immer die Waffe raus? Nein, oder? Das ist bestimmt so random, oder? Ja, das ist aber auch, glaube ich, eine Streak. Ja, ja, die das da rumlag oder so. Meinst du mal hier das? Ah, jetzt ist natürlich ein Set komm weg, ne? Natürlich blöd. Da, auch. Ach so. Like Black Ops 1 mit dynamischen Maps. Da kommt es ja auch so ein Aufzug. Oh, Turn on hier. Okay, ich meine, der war jetzt nicht gut. Hä? Wo bleibt der denn? Meine Fresse. Wo kommt der einfach so 3 Stunden später?
Scheiße, ich versuch mal hier lang den Typen irgendwie bei A wegzunatzen, wenn es geht. Oh ne, das fuckt ab. Oh nein! Jetzt habe ich die andere nicht mehr. Das normale ist Soul Drive. Oh. Das ist uncool. Gut. Guck mal, man sieht sogar noch, wie hier Yu aufbloppt. Durch den Spawn. Richtiges MW3-Spawn-System. Guck mal, die Maps sind so fett. So übertrieben fett. Und man spawnt neben den Gegnern. Das ist so lächerlich. Ja, pff. Bitch, please. Alle am Hängen. Ja, dem einen hat... Die droppe nicht. Ich finde aber auf den Maps sieht man die Gegner auch übelst schlecht. Nicht nur, weil die so groß sind, sondern weil die auch irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. Steht viel zu viel rum, auch so scheiße. Übrigens, man füllt, glaube ich, seine Granaten, habe ich, sah zumindest so aus, füllt man nicht wieder auf. Mit, Nicht, oder? Nee, ja, cool. Guard Dog läuft über die ganze Map ohne sein Herrchen. Genau. Nennt es doch gleich K9 Hund anstatt K9 Einheit. Ja, Mann, das ist. Die sind viel zu fett. Du kannst. Voller Headshot. Ja, normal. Hitboxen, FTW. Ja, am Kochen, ne? Kann doch nicht sein, dass ich scheiße bin in dem Game. Das kann nicht sein. Oh. Null bloody screen, null! Sehe ich schon fast gar nicht mehr ein. Ey, Führung verloren. Guck mal, wie scheiße die bei mir umfallen. Bei mir hätten die jederzeit der Welt noch einen Juggernaut. Nee. Oha, das geht unentschieden aus. Nee. Okay, jetzt nicht mehr. Heftig, heftig. Flop-Runde. Guck mal, ich bin der Beste in meinem Team mit 25, 26. Da kommt ein Level 9er an mit 38, Level 5er an mit 38, 9. Sieht ja ziemlich nach Noob-Lobbys aus, ist klar. Warte, ich suche doch einmal in eine andere Lobby, okay? Jo. Vielleicht können wir jetzt, haben wir jetzt auch genug Geld für... Office. Nee, für andere Waffe. Wie viele haben wir? 8. Kannst jetzt einfach irgendeine auswählen. Ja. Als ob. AK-12, die soll ja so gut sein. Ah, mit Red Dot soll man nie spielen, aber wir haben gesagt, nur ein Punkt. Wo kommen denn die Perks? Blind Eye brauchen wir nicht. Was ist denn jetzt? Ah, wir haben trotzdem nur einen Punkt. Ja, und wir sind nicht freigeschaltet. Was ist das? Ready Up? Na, Blind Eye kann man uns raus tun. Was ist das? Wie nice, wie das so eingeteilt ist, Alter. Ja, haben uns das mal ein. Nach dem Sprinten schneller schießen. Haben wir zwar nicht alles ausgereift. Nee, teuer.
Und man levelt ja so lahm. Wie viele sind jetzt mittlerweile online? 250.000. Clan vs. Clan, gibt es. Ja. Im anderen Modus spielen, oder willst du? Nee, passt schon. Ich weiß nicht, achso, kann man hier vielleicht irgendwelche Sucheinstellungen? Oha. Hier alle am Ghost zocken. Kann man hier vielleicht irgendwo Sucheinstellungen? Nee, ich dachte jetzt hier vielleicht wie Ghost oder so. Wie in Dingens. Nee, nicht schon wieder diese. Stormfront ist zack schon mal richtig. Was gibt's überhaupt für Secondaries? Nicht ernst. Panzerfaust. Sie heißt sogar im Englisch Panzerfaust. Ja. PDW, Magnum, oha. Die scheiße aus. Ja. Hä? Non. Non, wer packt sich denn freiwillig? Ach so, wahrscheinlich für. Damit du hast ja 10 Punkte wieder zu vergeben, ja, oder so. Ja, nicht, glaube ich. Ich glaube, das funktioniert ein bisschen anders als in Black Ops 2, aber auch nicht so wie in 3. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ja, halbe Stunde läuft das jetzt maximal. Die Runde geht auf jeden Fall noch. Was? In 24 zu 1, okay. Ja, in Black Ops 2. Ach so. Damals. Los, mach hinne! Aber mal sehen, ob die gut ist. Ganz ehrlich, das ist lächerlich. Diese Hauptsache war direkt im Day One Patch, ne? Ne. Doch. Du Scheiße, weil ich schon gefragt habe. Ja. Der hat ja ein schwules Visier. Lol. Ist aber, glaube ich, ganz schön. Oha. Oh, lol, was war das? Irgend so ein Perk, womit man die Gegner im Umkreis markiert. Schade. Ach man, das ist schwul, dass man das aufstellen muss, ganz ehrlich. Ich weiß, ich würde die Drohne ja sonst gar nicht, oder Setcom gar nicht zocken, aber hat man ja am Anfang leider. Ja, Glock noch mehr. Lol, wieso kriege ich teilweise 200 Punkte? You earned a squad point. Bist du sicher, dass man die durch Level 8 bekommt? Keine Ahnung, Enemy Set? Ah ne, Friendly Set kommt. Haben die hier alle Geist, oder? Die zockt sich doch nice. Also vom Rückstoß auch. Und die ist halt auch auf Distanz. Hier. Thermal. Ah ne. Klar, der zockt die gleiche Waffe wie ich, auch noch mit Schalldämpfer. Hat einer einen Guard-Talk angefordert? Oh Mann. Ich bin schon wieder im Noob-Team, habe ich im Gefühl. Also in MW3 war ich am Anfang deutlich besser. Ich weiß noch, ich habe am ersten Tag in MW3 hatte ich 46.1. Ja, hatte ich auch damals hochgeladen. Aber der hockt da schon wieder in der Ecke. Selbst die Map ist zu groß. On a 5-Kill-Streak. Ich hab null Plan. Ah, der hat jetzt dieses komische Ding droppen lassen, ne? Ja. Gibt's das in jedem Spielmodus? Müsste eigentlich in jedem Modus. Mann, von wo, du Hurensohn? Vor allem, wieso leuchtet der Spiel auch noch Lagebericht oder so? Alles klar.
Mein Gott, Headglitchen like a Boss hier. Richtige BO2-Maps. Die Maps, ganz ehrlich, ich check es nicht, warum Infinity Ward es nicht mehr hinbekommt, gute Maps zu designen. Generell die Entwickler. Guck dir mal die BO2, MW3 und jetzt auch hier die Maps an. Richtig beschissen. Granatwerfer darf natürlich... Heck. Das ist so schwul, wie die spielen. Ganz ehrlich. Ich habe mir heute Gameplays angesehen. Das sind Noobs gewesen wie sonst was. Ich meine, ich spiele jetzt auch nicht gut, ne? Aber für was Vernünftiges sollte es doch eigentlich reichen. Das Wedge-Making dürfte ja eigentlich nicht mehr am Start sein. Nee, ne? Hat noch was lag da Tolles? Honey Badger. Lädt so nach wie die CM901. Das Sturmgewehr? Ja, ich glaube schon, oder Submachine Gun. Okay. Oh. Was hinter dir? Mein ganzes Team wird jetzt wahrscheinlich noch von dem geowned. Die droppen nicht gut. Also die droppen langsamer als in MW3. Also in MW3 mit optimaler Verbindung, ne? Aber da es hier keine Lag-Compensation gibt, setze ich mal voraus, dass die besser umfallen müssten. Und so wie ich umfalle, ist das in keinem Verhältnis. Müsste doch. Aber was hat denn der Typ? Mit so komischen Luft, diesen Drohnenluftschlag. Camper. Hast du es gesehen mit dem Messer? Ja. Trifft nicht. Flop. Scheiße, komm. Guck mal, wie lächerlich ist das denn? Hauptsache, man kriegt mehr EP für den zweiten, dritten und ersten Platz. Ja. Ich hab noch diese komische Drohne. Nein, steck das Ding weg. Man fliegt immer noch sehr realistisch um. Ja. Stellen wir das Ding einfach mal hier auf. Können wir die EP... Das Ding alleine bringt es doch irgendwie eh nicht, habe ich das Gefühl. Ich habe da, glaube ich, noch keinen Gegner mitgesehen. Also, das Aim geht. Ja, ist klar. Point blank. Ah, Honey Badger. Richtige, wird eine richtige Mainstream-Waffe. Was war das denn? Hat der andere da... Guck mal, wie ich den auch noch angehittet habe. Oder macht der da so einen Jumpshot, ey. Komm, wir müssen mal einnehmen. Obwohl, müssen wir eigentlich nicht. Wir führen eh.
Ehrlich, höher als 5 oder 6 bin ich noch nicht gekommen hier. Schnell den Gegner gefunden und weggenutzt. Die ist aber geil, die AK. Ja. Ah. Die hält schon ziemlich. Und ich habe diese komische Field Order. So, mit links unten. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, better luck next time, fickt euch. Jetzt ist A wieder neutral. So können die Herrschaftsrunden eigentlich übelst lange gehen, ne? Ja. Ey, ist echt so. Wenn du da mit Fullteam spielst, ach du Scheiße. Die ganze Zeit einfach nur so neutralisieren. Guck mal, wie der nicht droppt, Alter! Der killt erst meinen Hund, lebt noch nicht mal nach. Guck mal, was die für bloody Screens haben! Liegt wahrscheinlich daran, weil ich alle Ports aufhabe. Und ich wette, den neuen CODs kann ich eh nicht hosten. Guck mal, kriegst du doch nicht mal irgendwie einen Headshot. Okay, Headshot. Ich dachte schon, ne? Nicht sein Ernst. Campen eh wieder oben welche drin. Was? Oh, der lässt sich ja übelst leicht killen. Ah. Entweder kommt jetzt von da, dann hinten rum. Dann hinten rum. What? Sein Ernst? Ja, guck mal, der wird von zwei Leuten beschossen, hat hier richtigen Gott-Mode, der Typ, ey. Guck mal, ich sterb doch viel schneller als die, kannst du mir nicht erzählen. Okay, das war jetzt gut, aber der Typ hat bestimmt auch gefailt. Ich wollte knifen. Guck mal, der Typ, der hat schon wieder einen Ding ins Gehalt, warum zocken die alle Lagebericht? Vor allem, das beinhaltet ja noch nicht mal dieses lauter Hören. Ah, hinter uns. Ah, guck mal, wie schnell sich das regeneriert mit diesem einen Perk. Das wird eigentlich schon immer MW3 gespielt. Ja. Hauptsache Xbox gestern noch 10 40 Lobbys, heute 10. Und PlayStation auch nur 7. Richtiger Flop. Ah, PlayStation ist ja sonst auch immer nur so um die 10, 15. Also da war das jetzt nicht so ein Absturz. Aber auf Xbox definitiv. Was ist denn da jetzt hochgegangen? Wie die. Bitte. Ah, okay, Match Ende. Okay, da kannst du jetzt eine Runde zocken. Was hatten wir? 37, 17. Zwei Matches mit fast einer Zweierquote. Ne, mit über einer Zweierquote. Und ein Match negativ. Na ja, gut, wir hoffen, oder meint mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es wieder gut bewerten. Bis dann, haut da rein.